wenn man dann jetzt also hier sein optimales Ensemble gefunden hat, man hat die Erkennung, alles eingestellt, alles ist erstmal so, dass man es nicht weiter verbessern kann durch die Erkennung, dann kann man dann sozusagen am Schluss noch dazu übergehen, tatsächlich auch sozusagen das Ganze Note für Note nachzubearbeiten. Und das heißt, man geht jetzt hier auf diese lasche Nachbearbeiten. Dann werden mir noch gewisse Zusatzoptionen hier angeboten. Und ja, und das dabei geht es jetzt im Grunde, wenn mir irgendwas nicht passt, wenn irgendwelche Töne nicht richtig erkannt sind oder falsch sind, dann kann ich hier drin einfach drin rumschreiben. So, und das Schöne ist, ich kann jetzt entweder hier unten sozusagen im Notenbild drin rumschreiben. Das ist also jetzt alle also die Kapella. Kennen, werden sich hier auch sofort dann irgendwie zurechtfinden. Das ist quasi so ein Mini-Kapella. Also ich kann jetzt hier in der Tastatur zum Beispiel einfach Töne eingeben. Kann hier irgendwas mit der Maus irgendwas markieren. Größere Abschnitte auch. Kann die löschen. Ausschneiden. Irgendwo anders wieder einfügen. Rückgängig. Und ja, wie im ganz normalen Noteneditor arbeiten. Und das Schöne ist aber, dass man sozusagen hier oben synchron immer diese Tonkästchen sieht. Und das heißt, wenn ich jetzt also hier unten irgendwas mache und zum Beispiel diese Note irgendwie verschiebe oder so, dann passiert das hier oben synchron mit diesen Tonkästchen. Und umgekehrt kann ich auch diese Tonkästchen einfach in die Hand nehmen, kann mit denen irgendwas machen. Upsala. Kann die zum Beispiel auch in der Länge irgendwie kürzer machen. Das wirkt sich dann sofort im Notenbild aus. Das heißt also, Tonkästchen und Notenbild ist immer synchron. Und so kann ich hier wunderbar dann rumarrangieren, kann dann so auch sagen, irgendwie, jetzt mal als Beispiel, hier ist jetzt irgendwie so ein Lauf, irgendwie jetzt ist hier dieser tiefe Ton, der ist jetzt hier unten noch in der Posaune. Der soll vielleicht lieber jetzt hier mal in die Trompete noch rein. Dann klicke ich das einfach an und sage jetzt hier, geh mal in die Trompete. Dann geht der Ton hier hoch und so weiter. Und ja, so kann man jetzt also hier schön arrangieren. Und die Leute fragen uns jetzt oft, ja, warum soll ich denn jetzt eigentlich diese Nacharbeit überhaupt in dieser Software machen? Warum soll ich das in Capella Auditor Score tun? Ich kann doch jetzt im Prinzip eigentlich das Ganze als Music XML exportieren und dann in meinem Lieblingseditor weiter bearbeiten. Und ja, die Antwort darauf ist, ja, natürlich kann man das. Aber das Schöne ist halt, wenn man die Nachbearbeitung in diesem Programm macht, das Schöne daran ist, dass man tatsächlich hier sozusagen sehr nah am Original arbeiten kann. Ne? Man sieht diese Rottöne, man sieht diesen Tonteppich im Hintergrund und kann sehr detailhaft auf diesem Tonteppich arrangieren, kann entscheiden, dieser Rotton geht in diese Stimme, dieser Rotton geht in diese Stimme. Und nicht zuletzt hat man natürlich auch klangliche Vorspielhilfen, ne, dass ich mir einfach auch das Original einfach mal ganz langsam vorspielen kann, indem ich jetzt mit der Maus einfach hier so langsam hier drüber ziehe, zum Beispiel einfach mal gucke, was da genau passiert.